Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um die neuen Onboard Delights auf der Lufthansa Langstrecke. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben ja auch darüber schon mal berichtet, dass die Lufthansa auf der Langstrecke auch die aus der Kurzstrecke bekannten Onboard Delights anbieten will. Da gibt es aber einen kleinen Unterschied und da werde ich drauf eingehen direkt nach dem Intro. Vor allem betrifft das die Passagiere oder eigentlich nur die Passagiere in der Economy Class und in der Premium Economy Class. Also wartet einfach bis auf nach dem Intro. Ja, wie immer an dieser Stelle natürlich zuerst der Abonnierbefehl, die Glocke anmachen, damit ihr die Sendung nicht verpasst beim nächsten Mal und vor allem kommentiert auf die heutige Folge, damit wir das ganze Thema auch nochmal aus eurer Sicht beleuchten können und den Beitrag natürlich liken. Ja, so viel zum Thema, was ihr tun müsst. Jetzt kommt mein Service-Teil für euch. Das heißt also, was gibt es Neues an News? Wir haben ja schon lange darüber spekuliert, was die Lufthansa uns anbieten könnte als Onboard-Delights mit der Langstrecke. Haben das ein bisschen verglichen mit der Kurzstrecke. Das Menü ist ja allen irgendwie bekannt. Ich gucke gerade um mich rum. Ich habe mein Menü, habe ich gar nicht mehr, habe ich weggelegt. Naja, nun gut. Auf jeden Fall ist es heute rausgekommen. Warum? Ganz einfach, die Lufthansa hat gesagt, dass man auf allgemein Kundenwunsch, ihr kennt die Formulierung ja schon, das Angebot vergrößern möchte. Das heißt also, man möchte da ab 1. Dezember die kostenlosen Spirituosen aufgeben und möchte da dann ganz einfach euch zur Kasse bitten. Ganz genau, ihr sollt dafür zahlen. Die Preise für die Flüge werden jetzt nicht günstiger dadurch oder sowas, aber die Lufthansa sieht da Bedarf. Und dieses Buy-on-Board-Menü ist entgegen meiner Voraussage, ja, ich gebe zu, auch ich mache Fehler, an Bord doch relativ gut angenommen worden auf der Kurzstrecke und so soll es auf der Langstrecke sein. Aber ihr werdet euch wundern, was überhaupt angeboten wird auf der Langstrecke. Aber als kleine Randnotiz und als etwas, was in meinen Augen auch sehr spannend ist, ist gerade die Kabine. Kämpft auch bei der Lufthansa ein bisschen dafür, dass die Service-Level nicht so hochgefahren werden, wie sie hochgefahren worden sind Anfang des Monats, weil man ja gerade aufgrund der Corona-Pandemie da verschiedene Kontakte vermeiden will. Und deshalb weiß ich nicht, inwieweit das Buy-on-Board dann ins Konzept reinpasst, weil damit werden ja auch wieder die Kundenkontakte erhöht. Und es gab auch einen interessanten Beitrag, den ich gelesen habe, was in der UFO, die hatten verlinkt, glaube ich, auf Airliner oder sowas, oder auf Aero war es. Und da wurde halt gesagt, dass die Kundenkontakte bei den Flugbegleitern jetzt mehr sind als bei den Zeiten vor Corona. Also insofern spannend diese Diskussion. Aber lasst uns einfach mal reinschauen, was es so auf der Karte gibt. Also die Karte selber ist mit den Onboard Delights, steht Winter 2021, Frühjahr 2022. Heißt also, es wird eine neue Karte geben, so wie es alle drei Monate neue Karte gibt bei der Kurzstrecke. Ja, also, Lufthansa freut sich, dass sie uns an Bord begrüßen dürfen und während des Fluges das neue Bordprogramm Onboard Delights anbieten können. Da gibt es den Dahlmeier Baumkuchenring für 7 Euro, Lisas Bio Kessel Chips und den Share Bio Nussriegel für 3,50 Euro. Aber jetzt kommt die Abteilung, die mich immer schwach werden lässt. Das ist Haribos und Kinderschokolade. Also insofern, die gibt es auch. Wobei 100 Gramm Haribo für 2 Euro, steifer Preis. Ne? Also da müssen wir mal gucken. Wie war das nochmal? 1,39 Euro, 360 Gramm bei Aldi? Also insofern, schwierige Preisfindung. Aber so ist es ja auch an der Tanke, wenn wir da abends etwas kaufen wollen. Brezel, Twix, Kinderschokolade hatte ich erwähnt. Dann gibt es Kernenergie, also Cashewkerne, Tortilla-Chips mit Dip, Fitzbo, Rollin Balls. Ich kannte die persönlich nicht, wer von euch kannte. Einfach unten in der Kommentarspalte reinschreiben, dass ihr das kanntet. Und dann noch in meinen Augen auch ein spannendes Produkt. Der Google hätte ich jetzt natürlich auch nicht erwartet, den Google in einer Vierer-Edition Mini-Kuchen mit schokoladigen Geschmacksrichtung. Also, für euch, für viele, die da dem Alkohol frönen wollen, hier nochmal die Preise für den Alkohol, das ist das Wichtigste. Da gibt es den Baileys, Irish Cream, Bombay, Sapphire Gin, Bacardi, Quattro Rum,
50 Milliliter sind 6 Euro. Dann haben sie einen Premium-Sprit, natürlich Premium Spirits, Grey Goose Wodka, Whisky, 12 Jahre alt, 50 ml, 7 Euro. Und natürlich erhält man auf Wunsch zu den Spirituosen einen Softdrink. Also vergesst nicht, den Softdrink zu nehmen. Ich weiß gar nicht, der ist wahrscheinlich kostenfrei. Abwarten. Und dann natürlich ein Minetto Il Spritz. Das ist irgendwie so wahrscheinlich so ein Aperol Spritz, nur halt eine andere Marke. Dann von Laurent Perrier der Champagner für 15 Euro. Und als Special für die Flüge nach Japan gibt es den Sake. Dann gibt es eine Waffel und Rice Cracker. Also etwas typisch für die japanische Welt. Ja, aber hier seht es auch wieder, dass man die Nachhaltigkeit am Herzen hat. Und das soll der Grund sein, weiß ich jetzt nicht wirklich. Aber die Zahlungsmöglichkeiten sind wie immer kontaktlos. Ganz, ganz wichtig, es wird kein Bargeld genommen. Visa, Mastercard, American Express, VPay, Maestro. Ist Maestro nicht tot? Apple Pay und Google Pay werden an Bord akzeptiert. Ja, da können wir einfach nochmal scrollen. Ich finde es verwunderlich, dass man da jetzt dieses Angebot macht, weil es ja im Prinzip nicht wirklich komplementiert zu dem anderen. Warum? Ganz einfach, weil bei dem anderen gab es keine Hauptmahlzeiten. Das ist also ganz, ganz wichtig bei der Economy und Economy Plus oder Premium Economy, Economy Plus. Auch gemein, ne? Also auf jeden Fall bei der Economy und Premium Economy gibt es in der Tat immer noch die Hauptspeisen. Also es gibt die normalen Speisen, aber keine alkoholischen Getränke mehr. Außer halt Bier, glaube ich, war es. Und insofern ist das dann die Konsequenz, dass es da auch keine Hauptspeisen gibt. Ich habe jetzt auch viele Kommentare gelesen bei Leuten, die sich dazu geäußert haben, dass es lächerlich sei, dass man nicht einfach einen Kiosk im Flugzeug platziert oder aber, dass man Kissen und Decken verkauft. Ich hatte ja immer so schön gesagt, man kann auch wie bei Ryanair irgendwann mal Lose verkaufen. Ja, es ist wie so ein Gemischtwarenhandel, den man bei Lufthansa jetzt hat. Es ist Gott sei Dank nicht die Hauptspeise weggenommen worden, weil das natürlich irgendwie auf langen Flügen auch nicht so gehen würde, weil man ja auch irgendwie so eine Versorgungspflicht hat. So Scoot oder sowas, die verkaufen das ja dann komplett zusätzlich. Ja, Asia hat das ja auch komplett zusätzlich. Könnte man natürlich bei Lufthansa auch machen. Machen sie noch nicht. Vielleicht kommt das in der Zukunft, dass es wieder bei der kontinentalen Economy, also in der europäischen Economy Class läuft und schwierig. Also ich finde das Angebot jetzt auch jetzt nicht so wirklich nachhaltig. Ich finde das Angebot auch nicht so bio. Deshalb weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Es ist in der Tat so eine Kiosk-Geschichte und es ist einfach für eine Snacken zwischendurch. Also ob das jetzt das Drama sich da so lohnt, weiß ich nicht. Mit dem Alkohol, ich persönlich, ihr könnt ja mal schreiben, ob für euch Alkohol unbedingt dazugehört oder nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, inwieweit das ein Thema ist. Aber in der Premium Economy sehe ich das mit dem Alkohol schon durchaus kritisch, weil da gibt es natürlich Preise, die gehen through the roof. Die sind teilweise über 1.000 Euro. Also das verstehe ich dann nicht, dass man dann Alkohol nicht mitgeben kann oder bei den teuren Economy Class Tarifen. Weil da natürlich irgendwie auch die Differenzierung vielleicht das Problem ist. Wir erinnern uns an Eurowings, wo die gesagt haben, du kriegst Essen, du nicht und so weiter, wo sie mit der Liste abgearbeitet haben. Ist halt schwierig. Aber hier brauche ich euer Feedback. Hier seid ihr aufgefordert, unten zu schreiben, was ihr davon haltet. Warum? Ganz einfach, damit wir einfach mal schauen können, wie bei euch so die Lage ist zu dem Thema Buy on Board. Vielleicht bin ich ganz froh, dass ich ab und zu mal Gummibärchen nicht kaufen kann, weil ich die sonst kaufen würde. Also insofern kommentiert einfach, aber auch den Beitrag liken und ihr wisst ja wie immer an dieser Stelle Kanal abonnieren und vor allem die Glocke an. Also Abonnierbefehl. Freue mich auf eure Kommentare und dann natürlich bis bald auf die nächste Folge von Frequent Traveler TV. Morgen sollte ja eigentlich das Lufthansa-Update dran sein, ne? Schauen wir mal.